purpurne Buch, der Bruchrücken knackt hörbar. Vorsichtig wählt eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würden sie durch dichten Nebel dringen. Bann. Folgt ein Gleisenlicht, das dich vor Unheil schützt. Du hörst ein Grollen, dann ein Knistern in deinen Ohren. Plötzlich verzerrt sich deine Sicht und deinen Ohren knallt es. Er schließt das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass das Schlick von Windstrang allerhand Dinge verschluckt. Wäre sicher ein Versuch wert. Ich markiere eine Stelle auf einer Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Was wirst du tun, wenn du alle Relikte hast? Er denkt einen Moment lang nach. Es ist überraschend, nicht wahr? Die Eigenschaften, die wir simple Objekte zuschreiben. Aber sie sind nur Oberfläche, betrachtet simpel und stumm. Sie können auf vielfältige Weise mit uns kommunizieren. Würde ich dir ein Kinderspielzeug zeigen, würdest du plötzlich von Erinnerungen überwältigt werden. Sie haben die Macht, Verlorenes wieder lebendig werden zu lassen. Noch etwas? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmarkt? Dieser stotternde alte Narr, ja, ich kannte ihn. Er hat sich uns auf das Fenster manchmal angeschlossen, aber er war mehr Last als Hilfe. Er schien nie so ganz bei der Sache zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm in der Zwischenzeit gut ergangen ist. Die Worte, die du mir vorgelesen hast, haben sie mit mir gemacht. Doch Bann interessiert mich. Die Bannformel schenkt dir vorübergehend Schutz vor eigentlich fast allem. Sprichst du sie schnell genug aus, kannst du dich auch damit verteidigen. Wähle den richtigen Mund sorgfältig. Je öfter man sie ausspielt, desto besser werden sie verstanden. Okay. Oh, cool. Wo ist das mit dem Hai? Bronzehai hier. Das ist das, was ich gesucht habe. Ich glaube, mit dem Hai habe ich denn alle Voraussetzungen. Hoppa. Hier. Ich den schon? Ich kann ja erstmal mitnehmen. Segelfisch. Ich könnte hier noch. Ja, perfekt. Ein bisschen Schrott und Holz. Beides für mich aktuell sehr wichtig. Besonders das Holz. Okay, nach einer gewissen Zeit respawnen also die ganzen Holzsachen. Halt die ganzen Holz, Gesteine und sonstiges. Das ist sehr gut zu wissen. Volle Kraft voraus. So ganz nebenbei.
muss ja zu dem da. Bin total falsch gefahren. Ich musste ja von Anfang an zu dem hier. Ein Felsplatte ragt auf den Wellen. Vier große, starke Fische sind. Ja. Zack. Du lässt die vier Haie in den Spalten gleiten und sie verschwinden in den Tiefen. Wenige Augenblicke später steigt etwas in der Wasseroberfläche. Abyssal und Hadal. Ja, das ist es. Das brauche ich nicht wirklich. Ich habe ja das. Das ist tausendmal besser. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, leider. Wie ich gehofft hatte. Okay, aber ich hab's gemacht. Okay, Kart. Als nächstes zu Windstrang und Teufelsgrat. Aber das mit dem Vulkan und der Fisch für den hier. Okay, dann gucke ich mir mal die Insel hier an. Okay, erstmal, die Leuchtturmwärterin kommt am Dock auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du gefunden, wonach du suchst? Beinahe. Sie verlagert das Gewicht und stützt sich auf ihren Stock. Wie kannst du so sicher sein? Das dachtest du beim letzten Mal auch. Und was ist dann passiert? Sie wendet sich von dir ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. Okay, erstmal verkaufen. Mega viel Platz haben wir hier einfach. Hier reparieren. Trockendock. Ich brauche nur noch einen Stoff. Dann hätte ich das. Und forschungsmäßig gehe ich wahrscheinlich dann auf die Motoren. Aber wir ruhen uns erstmal aus. Am nächsten Tag kann ich in Ruhe. Hier hingehen. Okay, die Inseln kommen später dran. Erstmal hier die drei. Das ist Schrott. Ja, voll Schrott kann ich mitnehmen. Ich brauche Schrott. Platz habe ich alle Male. Aber wirklich. Ich habe Platz für alles. Aber wirklich Platz für alles. Egal was. Ich habe Platz dafür. Okay, Schmuck. Schmuck ist gutes Geld.
Haben wir gesehen und gelernt. Okay. Ich könnte noch die zwei absuchen. Oder ich könnte gleich darüber. Ich gehe erstmal gleich darüber. Oh, hier habe ich noch einen Fisch, was ich noch nicht hatte. Aber eine Menge. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da geradeaus muss für das Viech. Ozeanisch. Schwarzflossen-Thunfisch. Thun, ich sag mal, dass das Thunfisch ist. Behaupte jetzt einfach mal ganz dreist. Großkopfmeerresche. Und das sind sogar noch mehr davon. Zack. Zack. Ey, ich habe jetzt so viel Platz. Das ist anders. Das ist gar nicht mehr normal, so viel Platz habe ich. Okay, Schiffsdock. Okay, nein, das reicht nicht. Fischermarkt. Alles verkaufen. Lagern. Lagern. Aufgefranste Schleppnetze, beschädigte Krabbenkörper. Warum lässt du sie nicht einfach hier reparieren? Gerne. Okay, ich glaube, jetzt brauche ich das auch. Nimm noch mal einen davon. Und Dreierlicht. 3000. Oh, okay, das ist gut. Okay, verkaufen. Reinbauen. Erhelle die Nacht. Okay, jetzt ist die Frage. Gebe ich mein Netz auf? Das wäre eigentlich schlau zu tun. Auch wenn ich es eigentlich nicht will, aber... wäre leider das Richtige. Und erst beim nächsten Upgrade kann ich das Netz wieder rein. Schneller Tod. Schlimm ist, ich müsste es dann auch wieder tauschen. Das ist ja wirklich schlimm. Es soll ja Schlimmeres geben. Okay, gucken wir uns mal um. Netz habe ich ja jetzt leider nicht mehr. Hier ist noch was. Ein abgestürztes Flugzeug.
Auf jeden Fall nehme ich mir erstmal das Holz mit. Ich glaube, hier kann ich einiges bergen, um mein Schiff nochmal ein bisschen abzugraden. Ich muss sagen, wir sind schon echt weit. So lang geht das Spiel nicht. Hof beschädigt. Hier ein Schmuck. Aber eins mit goldenen Erkennungsmarke. Okay, was gibt's hier noch so Schönes? Ein Forschungspunkt? Und ein Schiff. Oh, nein, kein Schiff. Totales Monster, was sich schon wieder nur als Schiff tarnt. Okay, Mangroven. Okay, hier ist leider nichts. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Das war's anscheinend. Ei, Ruf beschädigt. Was zur Hölle ist das jetzt? Okay, Berg. Ganz ehrlich. Okay, bergen wir das mal ganz schnell. Bevor es spät ist. Was immer das jetzt war. Okay, dafür habe ich diese Fähigkeit gebraucht. Also ich hätte das so oder so machen müssen mit der Forscherin. Aber ohne die Fähigkeit würde ich mir jetzt echt schwer tun. Und natürlich kommen jetzt Krähen. Großkopf in der Asche wurde Vogelbeute. Okay, verkaufen wir. Netz habe ich eh keins mehr. Mörserrohr. Okay, Werft, reparieren. Schwimmdock. Ich habe immer noch keine von denen gefunden. Ärgerlich. Für Holz. So, Holz ist auf jeden Fall mal ein Anfang. Okay, die Motor werden definitiv das nächste, was ich gerne danach hätte. Ach du meine Güte. Das wird eine Aktion jetzt. Das sage ich dir. Da bin ich gespannt, was auf uns wartet.
Okay, was ist das? Okay, nichts, was ich jetzt benutzen kann. Ich gehe erstmal hier einmal rum. Okay, das Rumgehen ist für mich erstmal wichtiger als der Rest. Ich merke schon, das wird hier ziemlich interessant. Hier kann ich wieder ein bisschen Holz. Okay, also hier ist richtig Holzbestand. Okay, es ist ja auch ein Dschungel, ne? Mit den ganzen Bäumen ist das eigentlich kein Wunder. Jetzt geht mir, glaube ich, das Stoff danach ab. Aber hey, schlimm ist es nicht. Der Rumpf eines alten Kampfflugzeugs liegt inmitten eines Haufen zerbrochener Tragflächen und Radar. Versuche, in den Rumpf zu gelangen. Schicker Stiefel. Okay. Erkennungsmarke. Und die kaputte Brille. Stoff. Ah, also doch noch was für uns. Wenn ich Glück habe, sogar 3 Stück, oder? Vielleicht sogar ein paar mehr. Wenn ich richtig viel Glück habe. Okay, nachts geht das hier zu. Kein Eintritt nachts. Okay, ich hab's verstanden. Also nachts will ich da eher nicht rein. Kann ich verstehen und will ich, glaube ich, freiwillig sowieso nicht. Okay. Zack, kaufen. 2 Angelplätze mehr. Und das ist jetzt mein Problem. Hoppala. Hier werft. Wir müssen jetzt umbauen. Ja doch, zack rein. Hier rein. Und wenn ich schon mal beim Forschen bin, die Dreier werden schwer. Aber hier dieses Mangroven. Angelrute holen Fische 10% effektiver. Fischbestand nicht beschädigen. Okay.